Darüber wollen wir jetzt im Studio sprechen mit dem Datenschutzexperten Sebastian Kneidinger vom Verein Epicenter Works. Einen schönen Abend, willkommen bei der ZIB3. Guten Abend. Ja, wenn wir uns die Situation in Innsbruck noch einmal vergegenwärtigen, es ist eine Stadt mit großem Wohnbedarf, da stehen aber 7000 Wohnungen ungenutzt leer. Man weiß, welche das sind, aber die Stadt darf die Eigentümer nicht anschreiben und diese Leerstandsabgabe einfordern, weil das Land sagt, da gibt es Datenschutzbedenken. Können Sie das als Datenschutzexperte nachvollziehen? Nun ja, wir als Plattform für digitale Grundrechtspolitik sind halt ständig von der Politik mit sehr kritischen datenschutzrechtlichen Forderungen konfrontiert. Das Beispiel sei genannt der Bundestrojaner, der ja der Überwachung Tür und Tor öffnen würde, oder derzeit auch der European Health Data Space, wo es darum geht, dass besonders sensible Daten weit zugänglich werden. Wenn wir das nun gleichsetzen mit der Situation in Innsbruck, wo es ja unter anderem darum geht, dass angeblich die Abgabenbehörden bereits bestehende Register, wie zum Beispiel das zentrale Melderegister, nicht einsehen dürfen, können wir die Kritik hier wirklich nicht nachvollziehen. Also hier werden keine Grundrechte verletzt? Nein, das sehen wir derzeit nicht so. Es kommt natürlich auf die Ausgestaltung drauf an. Für uns stellt sich die Frage, wie setzt man denn das Ganze um? Wie geht man denn hier konkret vor? Aber um hier einen etwas einfachen Vergleich zu ziehen, jede Abgabebehörde ist damit konfrontiert, dass sie gewisse Daten beschaffen muss. Wo hier der große Unterschied liegt und insbesondere, wenn es auch in anderen Bundesländern möglich ist, erschließt sich uns nicht. Wir können jetzt über die wahren Beweggründe des Landes Tirol natürlich nur spekulieren, aber wenn es keine Datenschutzbedenken sind, welche anderen Bedenken könnten es denn sein? Nun ja, es kann einmal damit zu tun haben, dass schlichtweg der verwaltungstechnische Aufwand etwas schwieriger ist als gedacht. Wir sehen das immer wieder, dass wenn die Verwaltung Schwierigkeiten hat bei der Umsetzung, gerne behauptet wird, es läge denn am Datenschutz. Oder aber es kann einfach daran liegen, dass es gewisse politische Partikularinteressen gibt und dass hier jetzt probiert wird, über den Datenschutz mobil zu machen, was uns natürlich sehr stört. Wir sehen uns nämlich den Datenschutz als Grundrecht verpflichtet und nicht bloß als Ausrede in einer schwierigen Situation. Was wären denn aus Ihrer Sicht so Datenschutzbedenken, wo es wirklich wert wäre, ja, hier genauer hinzuschauen? Natürlich müsste man dann, wenn es darum geht, die Abgabe auch zu kontrollieren, darüber reden, wie wird das denn genau ausgestaltet? So wie es derzeit vorgeschlagen wird, ZB ein Abgleich mit dem ZMR, was ja schon ein bestehendes öffentliches... Das ist das zentrale Melderegister. Genau, so wie es derzeit vorgeschlagen wird, ein Abgleich mit dem zentralen Melderegister, sehen wir weniger kritisch. Das ist ein bestehendes öffentliches Register, wo auch Privatpersonen Anfragen stellen können. Wenn es jetzt aber darum gehen würde, weitere Daten ZB auch aus dem privaten Bereich hinzuzusehen, das würden wir nicht für gut heißen. Das würde zu sehr in die Stoßrichtung der Überwachung gehen. Der grüne Bürgermeister Willi sagt ja, also wenn so eine Abfrage im öffentlichen Interesse steht, dann dürfen Behörden Registerabfragen machen und kontrollieren. Das heißt, Sie sehen das genauso. Das ist zum einen korrekt, zum anderen gibt es von anderen Landesgesetzgebern eine konkrete datenschutzrechtliche Grundlage. Das heißt, die haben einen Paragraph geschaffen, wo es darum geht, unter welchen Umständen Daten erhoben werden dürfen. Und hier ist zum Beispiel auch beim Land Steiermark vorgesehen, unter welchen Bedingungen eine Erhebung beim zentralen Melderegister folgen darf. Das fehlt ZB im Land Tirol. Hier ist die Frage, war das gewünscht oder war das nur ein Versehen? SPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dorner hat ja jetzt auch schon die eine oder andere Kinderkrankheit bei der bestehenden Regelung in Tirol eingeräumt und Nachschärfungen gefordert. Was würden denn Sie als Datenschutzexperte jetzt einmal empfehlen? Was soll das Land Tirol denn schnellstmöglich machen, um Bedenken hier auszulöschen? Unsere Empfehlung wäre hier, eine klare gesetzliche Grundlage zu schaffen auf landesgesetzlicher Ebene, wo genau festgelegt wird, unter welchen Umständen, zu welchem Zweck auch Datenverknüpfungen erfolgen dürfen. Hier muss man natürlich Acht geben, dass dem Grundprinzip der Zweckbindung bzw. Datenschutzfreundlichkeit auch entsprochen wird.